Die wollen nicht mit. Ah, die kommen jetzt hier noch mal. Quetschen sie sich raus. Schaut mal, wie die sich hier noch aus dem Stück Restrinde rausquetschen. Hey Yogi, lass mal was von dir hören. Wir streifen hier jetzt heute nochmal durchs Unterholz auf der Suche nach Morcheln. Ja. Schauen wir mal. Es sind auf jeden Fall hier ein paar Eschen. Kirsch. Und Judasohren, die haben wir schon mal gefunden. Es hat jetzt ziemlich viel geregnet bei uns in den letzten Tagen. Eigentlich auch ein gutes Zeichen, endlich mal Morcheln zu finden. Oh, schaut mal hier, ein schönes Öhrchen. Den hat der Regen jetzt auch nochmal richtig gut getan. Riesige Judasohren. Die sind gut, die sind richtig gut. Na, wenn die so schön hier sind, dann nehmen wir die doch noch mit.
Leider habe ich immer noch keine Morcheln gefunden. Aber dafür was anderes, wunderschönes, was auch gerne zusammen mit den Morcheln wächst. Jetzt schaut euch mal diesen wunderschönen Morchelbecherling an. Oder mehrere. Aber das hier ist ein wunderschöner, schaut mal, und so riesiger Morchelbecherling. Es ist ein sehr guter Speisepilz und er riecht so richtig extrem nach Chlor. Und dahinter ist auch noch einer. Ist das nicht einfach schön? Dieser Chlorgeruch verschwindet übrigens bei der Zubereitung und ist dann überhaupt nicht mehr störend. Wunderschön. Das ist auch ein guter Morchelanzeiger. Oh Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so nah dran. Hier ist eine Esche. Da drüben, das ist eine Esche. Es ist hier leider alles so sehr bewachsen. Die sind nach Judasohren. Hier sind alte Eschentriebe und frische Judasohren an einem anderen Holz. Weiß ich jetzt gar nicht. Eventuell sogar Esche oder Ahorn. Richtig schöne frische Judasohren. Heute habe ich noch mal wirklich viele Judasohren gefunden. Das ist echt krass. Aber eigentlich würde ich mich mal freuen, Morcheln zu finden. Schwierig. Schwierig, schwierig. Bei so viel Laub hier am Boden. Naja, Morchelbecherling war ja schon mal nicht schlecht. Denn die wachsen gerne in Gemeinschaft mit den Morcheln.